Leute, die Stunde der Wahrheit. Wir steigen in Epoch. Und vielleicht kriege ich jetzt nochmal die Filmsequenz, in die ich mal früher hatte, als ich in die Apokalypse reiste. Mal schauen. Und auf geht's. Ja, das ist AD 1999 um 1.24 Uhr. Daten bestätigt, Ausrufezeichen. Wir sind jetzt auch da. An dem Ort, wo Lavos das erste Mal ausbrach. Wir erinnern uns. Düster zurück. Oh Mann. Mein Gott! Lavos! Gehen wir wirklich weiter? Natürlich. Ob wir mit Epoch ins Innere hineinbrechen können? Epoch ist stark genug, Lavos' Schale zu durchbrechen. Aber wir sind vielleicht nicht stark genug, den Schock zu überleben. Epoch wird uns durchbringen. Bin ich auch ziemlich sicher. Auf geht's. Wir glauben an dich, Epoch. Ja. Und gleich wird sich die Filmsequenz ändern. Macht euch alle bereit für den ersten Zusammenprall. Ausrufezeichen. Alle halten sich fest. Nur Chrono nicht. Doch, jetzt fällt er sich auch fest. Super. Man sieht sich auch, wie jetzt die Atmosphäre sich ändert. Und wir fliegen durch. Und wir sitzen am Steuer des guten alten Monsters. So, und wir fliegen raus. Jawohl. Mitten durch. Das würde ich sagen. Der Tacho springt und wir fliegen da ohne Probleme durch, würde ich sagen. Epoch kommt da ohne Probleme durch, da wir ja eh schon den Kopf abgehackt haben von dem guten Lavos. Ich hoffe nur, es klappt. Es kommt an. Ich hoffe, es klappt alles einwandfrei. So. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle rausgekommen, wo wir das letzte Mal waren. Nur, wir können diesmal nicht raus. Seid ihr alle okay? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Epoch ist Schrott. Tut mir leid, Epoch. Tja, mit Epoch kommen wir nicht mehr raus. Das heißt, wir haben nur noch einen Weg. Dieser eine Weg führt uns doch tatsächlich zu diesem verdammten Wesen. Oh je. Was zum Teufel? Alles klar. Wir sehen schon, das scheint also der wahre Lavos zu sein. Das ist der echte Lavos? Erstaunlich, Punkt, Punkt, Punkt. Er besitzt die DNS jeder Kreatur, die jemals gelebt hat, Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen. Was zum Teufel? Tja, Taktik ist eine ganz einfache. Laserstrahlen, Tür zur Hölle geöffnet. Oh mein Gott. Er fängt sofort mit einem vernichtenden Angriff schon fast an. Wir werden es uns einfach machen. In erster Linie, unsere Taktik sieht so aus, dass wir in erster Linie erstmal unsere Text rausknallen, aber erstmal uns auch natürlich heilen. Und wir werden unsere stärksten Angriffe benutzen, das ist auch klar. So. Und wir heilen uns zu jeder Zeit. Das ist erstmal besonders wichtig. Und wir holen unsere Text raus. Alles, was wir haben. Wir knallen alles raus. Bumm. Denn dann ist der Kampf auch machbar, Leute. Wir leuchten wieder ein bisschen. Und machen nochmal einen Heilstrahl, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Zack. Und wieder heilen. Das gehört ja dazu. Das ist, was unser guter Robo macht. Finde ich persönlich auch gut. So, und wir holen wieder die Fackel raus. Machen es wieder ein bisschen heiß hier drin. So. Tja, die Arme leiden richtig kräftig darunter. Einer ist schon kaputt. Bogentod, Arm belebt Körper. Aha. Was auch immer das jetzt bringen sollte für ihn. Wir holen mal den Schock raus. So. Wir wollen ja den anderen Arm auch noch töten. Schock!
Jawohl, sehr schön. Sehr schön, Robo. So will ich das sehen von dir. Schutzsiegel, entfernt Verteidigungsstatus. Das ist nicht toll. Aber nur bei Robo jetzt in der Rüstung. Naja. Sicheln. Das ist die stärkste Feuerattacke jetzt nochmal von Luca. Raus damit. Mal richtig Peng machen. So. Und auch der rechte Arm ist besiegt. Jetzt steht nur noch Lavos uns gegenüber. Der hat aber ordentlich Schaden. Der hat ordentlich Schutz, muss ich sagen. Ja, Luca braucht erstmal ein paar MP. Und er hat Robo verwirrt. Das ist natürlich nicht schön jetzt. Feuerklinge 2. Mal schauen, was die für Schaden macht. Wir kombinieren jetzt mal. Bam. Ja, das ist Schaden, den möchte ich sehen. Todesschatten. Oh oh. Das ist nicht gut. Das hat er Robo vergiftet. Naja, Robo macht jetzt erstmal einen Heilstrahl. Das muss erstmal jetzt ausreichen. Und Luca kriegt jetzt gleich demnächst immer MP geschmissen. Weil das ist erstmal wichtiger als alles andere. Dass sie mit den MPs noch nachkommt. Feuerklinge 2 macht gut Schaden. Die werden wir jetzt auch weiter verwenden. Es war jetzt erstmal wichtig, die Arme auszuschalten von diesem Lavos. Von diesem Lavos-Wesen. Das war erstmal sehr wichtig. Hyperäther auf unsere gute Luca. Oh Mann. Das war ordentlich Schaden. Der war nicht zu verachten. Böser Duft, Lavos Attacke, Angriffskraft wird erhöht. Deswegen heilen wir uns auch wieder. Wir machen aber auch guten Schaden mit der Feuerklinge, was ich persönlich super finde. So, und die Tech muss wieder raus hier. Der Heilstrahl. Wunderbar. Ich kann jetzt noch nicht mehr sagen, welche HP-Zahl man sich halten sollte. Denn selbst das wüsste ich jetzt nicht. Wir holen nochmal einen Heilstrahl raus, um auf Nummer sicher zu gehen, bevor er gleich wieder irgendeinen anderen Giftzauber rausholt und den Robo killt. Das wollen wir ja nicht. So. Und wir holen wieder eine Feuerklinge raus. So machen wir wenigstens ordentlich Schaden. Und BAM! Ja, also der müsste eigentlich auch gleich down sein. Das heißt gleich. Es dauert noch ein bisschen, bis er down ist, aber Hindernis. Das ist doch wieder irgendwas, was bestimmt verwirrt. Ja, es verwirrt. Es war so klar, dass er jetzt wieder eine Verwirrtechnik rausholt. Und Robo lacht sich eins, während wir hier mit der Feuerklinge auf ihn einplästern. Was macht er jetzt? Ja gut, er schlägt daneben. Das kann er ruhig machen. Todesschatten wieder. Das ist wieder ein Vergiftungsdingen. Gut, dass wir keine Statusveränderung von ihm bekommen. Ein Heilstrahl. Ein Heilstrahl bitte. Danke. Gut, dass wir feuermäßig gut geheilt sind. Oder keinen Schaden von ihm fangen. Dass wir nicht allzu viele MP verbrauchen bei dieser Tech jetzt. Also Chrono ja sowieso nicht. Bam! Die Musik finde ich auch klasse in diesem Kampf jetzt. Totschlagschatten. Todesschlagschatten. Aua. Der tut bestimmt weh. Ja, der tut sehr weh. Gut, dass wir noch eine Technik hatten, die uns heilt. Oh Mann. So sind wir wenigstens auf der sicheren Seite, was das angeht. Feuerklinge 2. Und er hat schon wieder seine Angriffskraft erhöht. Bam! Wir müssen immer schön auf Lavos einstechen. Und wir heilen uns auch immer wieder. Fleißig, so wie wir sind. So. Ich werde nicht weiter leuchten auf ihn casten. Denn die Feuerklinge 2 macht für mich mehr Schaden. Die macht nämlich richtig gut Schaden. So. Und das war's, glaube ich, für Lavos. Okay. War's das jetzt auch? Was zum Teufel passiert denn jetzt? Hä? Aha. Okay. Was bedeutet das jetzt?
Ein Außerirdischer? Jetzt verstehe ich. Er lebt so lange wie möglich auf einem Planeten und beraubt ihn der kritischen Ressourcen. Er kombinierte die DNS, die er hier fand, mit seiner eigenen und gebar jene Kreaturen auf dem Todesgipfel. Irgendwann emigrierten die Jungen auf andere Planeten und machen es genauso. Wie Masttiere, die auf ihre Schlachtung warten. All unsere Geschichte, unsere Kunst und Wissenschaft, alles für dieses Larvos-Biest. Angriffswert ist Punkt Punkt Punkt, je, Punkt 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 jenseits der Skala Ausrufezeichen Punkt 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 schließt meine Sensoren kurz Ausrufezeichen. Unmöglich! Niemand kann erwarten, mit einer ganzen Welt zu spielen und einfach davonzukommen. Menschen schufen mich Punkt Punkt Punkt. Was bedeutet, ich bin ein Produkt dieses Dings Punkt Punkt Punkt. Ich bin nicht anders als Luca und die anderen Punkt Punkt Punkt. Ich bin ein Teil aller Lebewesen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wohl wahr. Was zum Teufel? Was um alles in der Welt ist das? Okay. Das scheint der letzte Kampf zu sein, der Lavaskern. Ja, da wollen wir doch mal sofort mit Leuchten willkommen heißen. So, willkommen auf unserem Planeten, du Scheißvieh. Wir hauen alles drauf, was wir haben. Bam. Oh oh. Der eine Kern ist von Leuchten geheilt worden. Was soll das? Ist aber nicht toll. Er wird komplett geheilt. Das heißt, der muss anscheinend mit physischen Angriffen betechnet werden, hä? Und der heilt Lavos. Okay. Leute, ich glaube, Zeitreise. Was zum Teufel will er jetzt machen mit uns? Wir greifen erstmal diese komische linke Bazilla an, hier den linken Bit. Zauber zufälliger Status. Was zum... Wir machen erstmal diesen Lavaskern hier außen kaputt. Würde ich sagen. Das hat erstmal Vorrang. Der klaut MP. Der heilt nämlich. Und ist weg. So Leute. Jetzt haben wir glaube ich alle Zeit der Welt, um uns auf den Gegner zuzuleiten. Zeitreise. Schon wieder. Das war bei Margus. Lavos kennt entfernt Verteidigung. Böser Stern, nimmt 50% der LP. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Haben wir etwa nicht genug Zeit, den Gegner zu plätten? Müssen wir den Gegner in einer gewissen Zeit besiegen? Ah, ist gar nicht toll. Feuerklinge 2. Wir holen die Feuerklinge raus. Mal gucken. Machst du Schaden? Ja, 2,5. Und das ist okay. Heilstrahl. Er macht wieder eine Zeitreise. Was auch immer er mit diesen Zeitreisen bezweckt. Ist das ein Zusatzgimmick? Oh mein Gott, wenn ich das wüsste. Das ist jetzt die Zukunft. Verteidigung weg. Traumlos. Heftige magische Magie. Oh Mann. Aua. Autschen. Toll. Elixier auf Robo. Der ist ja kurz vorm Exitus. Belebt Mittelteil. Aktivleben. Nein! Er hat's wiederbelebt. Zeitreise. Jetzt sind wir wieder im bei der Mammonmaschine. Leute. Nein, wir machen den Heilstrahl. Definitiv. Und wir gräben wieder auf das gelbe Ding, auf das grüne Ding, damit wir irgendwann mal zaubern können. Schutzsiegel, entfernt Verteidigungsstatus. Oh nein, nicht doch. Wieder auf Robo. Immer der arme Robo. Warum? So. Heilstrahl. Also die Musik finde ich genial in dem Kampf. Das muss man auf jeden Fall mal gesagt haben. Wie lange lebt dieses Scheißvieh? Verdammt! Zeitreise wieder. Oder sie zeigt uns einfach nur alle Epochen, weil jetzt sind wir wieder in der prähistorischen Zeit.
Mein Gott, wie viele Lebenspunkte hatten das Vieh? Alles wieder kaputt. Okay, jetzt gehen wir wieder auf das Rechte drauf. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, dieses Vieh. Lavos Camp verfügt wieder über Verteidigung. Heftige physische Attacke, Großstein. Autsch. Aua. Luca ist tot. Das glaube ich jetzt nicht. Beleben, 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 beleben. Heilstrahl. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Luca stehen bleibt. Jawohl. Jetzt ist sie wieder einigermaßen auf dem Damm. Also Robo sollte auf jeden Fall jetzt erstmal mal der Heilung beistehen. Autsch. Der schlägt auch gut zu. Wir machen was anderes, Leute. Robo, du weißt, was zu tun ist, nachdem ich jetzt das Megalixier werfe. So, ein Uzi-Punch auf dieses scheiß Vieh. Mit allen Mitteln müssen wir es da draufschlagen. Dieses rechte Vieh. Es muss weg. Es muss weg, Leute. Es muss einfach nur weg. Eine Megabombe. So. Es muss kaputt gemacht werden. Dieses verdammte Vieh. Es belebt wieder das Mittelteil. Das kann nur langsam echt nicht mehr angehen, Leute. Greift erstmal das andere an. Es hat jetzt erstmal was mit dem Viech da außen zu tun. Himmelsträne hinterrücks. Was ist das für ein Wesen? Entfernt Verteidigungsstatus. Fängt das schon wieder an. Dieser Gegner ist ziemlich lästig. Bam. Wir müssen erstmal den rechten hier kaputt hauen. Der muss weg. Robo, du darfst auch mal einen Crit machen. Wir sind immer noch ein Prähistoriker. Und das Wesen heilt jetzt wieder diesen Lavos-Kern. Wie lange lebt diese rechte Pille? Mann, ey, ist doch... Lavos-Kern verfügt wieder über Verteidigung. Heftige physische Attacke wieder. Oh Mann, nein, nicht doch. Das ist doch lästig. Luca ist wieder tot. Das ist so langsam nicht mehr lustig. Aber Luca steht wieder. Zeitreise. Okay, wir sind jetzt wieder bei der Mama-Maschine. Uzi-Punch, nein, Heilstrahl. Oh, Leute. Wir holen jetzt gleich mal einen Kombinationsangriff raus. Nämlich genau jetzt. Wir holen einen Geheimangriff. Kombinationsangriff Feuerklinge 2 raus. Was macht er jetzt? Och Mann. Da hätte ich mich auch vorher warnen müssen, irgendwie mit irgendwas. Verdammt. Das hätte uns auch noch verlangsamt. Oh. Die hätten ja kaum Elementarschaden. Also blöde, ist doch blöd, ist doch... Mann. So. Ma, ist doch... Zeitreise. Der immer mit seinen Zeitreisen. Wie viele Lebenspunkte hatten diese scheiß rechte Kuppel? Mann. Böser Stern, nimmt 50% der LP wieder ab. Mal gucken. Wer darf jetzt? Was jetzt? Das ist doch nicht wahr. Leute. Kann so langsam echt nicht mehr angehen. So, aber zufälliger Status. Oh, toll, die pennen jetzt alle. Boah, ist das lästig, Leute. Tut mir leid, dieser Kampf geht momentan einfach nur vollkommen auf den Sack. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nur nicht wahr, was hier abgeht. So, die beiden sind jetzt voll geheilt. Und Robo schläft. Ich glaube das alles nicht mehr. Das kann nicht angehen, Leute. Das kann einfach nur nicht angehen, was hier gemacht wird. Heftige magische Magie. Ah, toll. Jetzt stehen sie beide wieder.
Jetzt machen wir Folgendes. Wir beleben. Und machen ein Megalixier, das letzte. Jawohl, Robo, geht doch. Mann, wurde auch Zeit. Mein Gott, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht alles. Das passiert gerade nicht. Boah, da ist doch. Das Problem ist, dass dieses scheiß Viech einfach nur lästig ist. Das ist das Hauptproblem. Dieses Viech ist einfach nur lästig. Jetzt fängt er wieder an mit Statusveränderung. Ach, jetzt hat er. Boah, jetzt hat er Luca verwirrt. Lavos Kern ist geschützt. Aber wahrscheinlich, solange dieses scheiß linke Viech da ist. Das ist doch ein Kampf, ehrlich, für Hampels, ehrlich. Das macht doch. Was ist das? Verdammte Axt nochmal. Mann, ey, das ist doch nicht wahr. Zack, zack. Böser Stern nimmt wieder 50% der LP wieder ab. Jetzt macht er das schon wieder. Toll. Toll, ist das toll. Da freut man sich doch wieder jedes Mal. Jedes Mal freut man sich über sowas. Lapis. Müssen noch ein paar Lapis haben, jawohl. Immerhin. So, was zum Teufel macht er jetzt schon wieder? Ich glaube schon wieder MP. Zeitreise. Warum der ewig diese Zeitreisen macht? Ich verstehe es nicht. Es ist sinnfrei, diese Zeitreisen zu machen. Es ist einfach nur wichtig, dass ich diese scheiß Kapsel mal weghau. Dass ich dann endlich auch mal mit Chrono loslegen kann. Weil der lebt ja nur von diesen scheiß verfickten Kapseln. Mann, ey. So, die rechte Kapsel ist weg. Leute, jetzt ist die. Jetzt ist die andere Kapsel aber irgendwann mal auch fällig. Was macht die da ewig? Heftige Magieangriff. Wieder mal. Ja. Ich denke mal, das war's für Robo gleich. Lavos-Kern ist geschützt. Warum auch immer. Moment, wo ist denn hier mal... Da. Elixier für Robo. Hau mal eins raus. Und jetzt hauen wir den Zauber raus. Jetzt mir ist es scheißegal. Ich hau jetzt Zauber raus. Komm, Fackel. Uzi-Punch. Auf das scheiß Vieh. Boom. Mal gucken, was wir jetzt für Schaden machen. Ja. Jetzt machen wir ordentlich Schaden. Bam. Jetzt kriegen wir auch endlich den Schaden, den wir haben wollen gegen diese Viecher. Mann. Geht doch. Und wir holen Erleuchten raus. So. Jetzt machen wir endlich Schaden. Oh, doch Zeit. Die Verteidigung ist weg. Fackel. Wir holen aus. Was? Er holt diese scheiß Lebenskugel wieder rein? Das kann doch nicht angehen, Leute. Jetzt fängt er wieder an zu verlangsamen. Ach, Mann. Lass doch mal mit deinem scheiß Verlangsamen sein hier. Hast du wieder eine Fackel um die Ohren gehauen. Aktivleben vermindert Verteidigung. Ja, Chrono, leuchten. Ich hau wieder Leuchten raus hier. Ja, Heilstrahl. Nein! Mann, ich bin nur doof. Ich will ja jetzt keinen Kommentar zu haben. So, oh. Der Lavos-Kern ist besiegt. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Lapis, jetzt müssen wir uns nur noch um die Kerne kümmern. Obwohl das linke, der rechte ist bestimmt der Kern. Das hier ist nur so eine Randerscheinung hier. Greift ohne zentralen Teil an. Oh je. Ach du meine Güte. Das ist ja gar nicht gut. Die kontern jetzt alles. Oh Mann. Lavos-Kern verfügt wieder über Verteidigung. Das heißt, er ist die ganze Zeit der Lavos-Kern gewesen. Verdammte Axt. Wenn ich das gewusst hätte. Lavos-Kern entfernt Verteidigung. Schön. Leuchten. Mal gucken. Wir können es ja mal ausprobieren. Greift ohne zentralen Teil an. Wieder mal. Verteidigung ist weg. Luca, du wartest. Du wartest, bis Robo uns geheilt hat. Mit dem Heilstrahl. Um dann die Fackel rauszuholen. Und mir geht dieser Kern da außen rechts auf den Senkel. Warum greifen die jetzt Luca an? Ach so, ja. War klar.
Sie haben den Kern wieder. Sie haben dieses scheiß Biest wieder zurückgeholt. Wir holen den Leuchter wieder. Aber jetzt haben die eigentlich den zentralen Teil wieder da. Komm schon, wir haben noch Elixiere. Wir müssen noch Elixiere haben. Jawohl, wir haben auch noch Elixiere. Für die gute Luca. Die braucht nämlich eins. Damit sie wieder die Fackel zaubern kann. Och man, der ist jetzt gestoppt. Ich glaub das nicht. Was mit Chrono ist auch gestoppt. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch nicht wahr alles hier. Na super. Dann war es das ja schon so ziemlich. Ja, das war's. Leute, das kann schon nichts mehr werden. Das kann schon nichts mehr werden. Unglaublich. Böses Ende. Direkter Angriff auf die Friedensgruppe. Ruhig Blut, wie sieht es weiter im Süden aus? Okay. So sieht's also aus, wenn man verliert. Porre, Koras, Medina, alles ist zerstört. Direktor, wir werden angegriffen. Gehen Sie hinüber in die Schutzkuppel. Direktor, Sie müssen mit uns kommen. Wir haben keine Zeit mehr, gehen Sie. Ja, Herr Direktor. Lavos. Und der Planet ist vernichtet und die Zukunft blieb bestehen. Tja, das war das Bad Ending, liebe Freunde. Ich werde mich jetzt dran machen, den Kampf nochmal wiederholen und dann bis zum Good Ending kommen. Also, liebe Freunde, schaltet wieder ein, wenn es heißt, Let's Play Chrono Trigger, sprach der Raven Knight nimmermehr.